Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Barbarian. Und heute machen wir was ganz Wildes, und zwar graden wir den schwarzen Magier ab, Black Magician und tun ihn in unser Line-Up. Wir benutzen ja bisher eigentlich nur Bogenschützen. Und jetzt benutzen wir aber noch den schwarzen Magier, also drei Bogenschützen und einen Magier, würde ich jetzt sagen. Wir haben die Bogenschützen zwar geupgradet und sie sind im normalen Modus, sind sie auch nicht schlecht, im Unendlich-Modus sind sie ziemlich schlecht. Oh, jetzt habe ich keine... Oh. Na, ganz kurz stehen bleiben und ein paar Noten spielen. Naja, aber auf jeden Fall dachte ich mir, vor allem bei der Wave, wo wir strugglen, müsste er eigentlich ziemlich gut sein, weil er schießt zwar recht langsam, aber er trifft mehrere Gegner auf einmal. Und das ist ja genau unser Problem am Ende. Es sind einfach zu viele Gegner und wir können die nicht mehr killen. Und müssen halt auch viel ausweichen und dann kommt die halt bis zum Kristall und dann ist halt Game Over. Und ja, genau das können wir jetzt halt mit dem Magier eventuell ändern. Gut, auf Stufe 2 und vor allem nur einer bringt das vielleicht nicht so viel. Aber man kann es ja mal ausprobieren. Und er hatte gerade ein Level up. Immerhin. Und die Reichweite ist noch nicht so groß von ihm. Ja, die Range ist definitiv kleiner. Holen wir uns noch den Goldsack. Ja. Wait, der ist noch nicht da? Oder? Nee, ich habe ihn nicht bekommen. Ich hatte gerade eben schon 400 Gold. What? Where's my gold, woman? Oh, dammit. Er hat noch ein Level up. Ja, okay, es gibt auch zwei silberne Balken, deswegen gibt's... Okay, es gibt auf jeden Fall zwei goldene. Alright, das wussten wir im Endeffekt schon. So, was halt cool wäre, wenn die Waves auch tatsächlich unterschiedlich wären. Weil es heißt ja Morgen, Mittag und Nacht oder so. Wäre es schon cool, wenn es zumindest noch grafisch ein bisschen anders sein wäre. Also vor allem ganz anders. Eventuell. Also der Hintergrund der Map könnte halt etwas... Wie soll man sagen? Oh, Damage. Oh mein Gott, ich hab's gar nicht gesehen. Etwas anders gestaltet sein, damit es ein bisschen abwechslungsreicher wird. Aber gut. Ja, aber ist nicht so schlimm, weil selbst wenn der Magier auf Maximallevel wäre, er ist ja wirklich noch nicht geupgradet. Das heißt, er bringt uns jetzt so oder so nicht den gigantischen Damage Boost. Er ist dann wirklich einfach nur dafür da, dass er mehrere Gegner auf einmal trifft und das dann wahrscheinlich mehr bringt als ein starker Solo-Target-Hitter. Vor allem, weil da auch viele schwache Gegner eigentlich sind. Am Ende. Oder nicht, was heißt schwach, aber... Ja... Schwächer. So schwach, dass man nicht unbedingt noch einen vierten Bogenschützen auf Maximallevel braucht. But we will see. Ist der gerade ernsthaft gewone-hitted worden? Er hat sogar das Level up. What? Ja, aber ein Nachteil ist auf jeden Fall, dass der 20 Noten kostet. Das ist jetzt nicht so krass. Vor allem kann man seine, also wenn man wirklich mal mit Noten struggelt, kann man ja einfach auch Upgrades kaufen, die Noten erhöhen. Er ist einfach nochmal gestorben. Das auf jeden Fall. Aber, ja, andererseits sind 20 jetzt auch nicht so viel. Dass ich, das, also ich würde jetzt nicht deswegen was ändern. Und ich glaube, unser Verteidiger auf dem Dach würde nicht mal ansatzweise es hinbekommen, einen von diesen Zauberern von den Gegnern, Dämonenzauberern nenne ich es jetzt einfach mal, ich glaube, er würde es nicht mal ansatzweise schaffen, einen davon zu killen, bis der Kristall zerstört ist. Weil die schießen ja immer drei Hits ab. Und ich glaube, die würden tausendmal den Kristall zerstören, bevor die auch nur ansatzweise gekillt werden von dem Verteidiger. Das war aber doch nicht die beste Investition. Aber dafür sind unsere Einheiten jetzt wenigstens schön stark. So, die Quarterbacks gehen auch ganz gut down. Ah, er hatte gerade eben wieder Level up. Boah, ich habe nicht mal eine Note bekommen, was ich da gerade gespielt habe, really? Ah. Mist, jetzt haben wir die Rakete verpasst.
Na gut. Dass das jetzt natürlich ganz schön knapp wird, ist klar. Wenn man wertvolle Zeit verschwendet und nicht drauf schießt. Oh, nice. Wieder Level Up. Hoffentlich stirbt er jetzt nicht nochmal. Dann kriegt man vielleicht sogar noch Gold vor der wichtigen Wave. Aber ich weiß nicht, ob das überhaupt so ein großes... Also es macht safe keinen großen Unterschied. Die Upgrades werden viel wichtiger, die er nicht hat. Da, wo wir jetzt vorhin nur das 200er Upgrade gekauft haben, sonst gar keins. Da bräuchte halt Maximum oder mindestens 2-3 Stufen mehr. Weil ich glaube, 5 ist sogar das Maximum, aber egal. Kommt er aufs Gleiche raus. Ah, schon wieder einer mit Low Life überlebt. Oh mein Gott, war das knapp. Haben wir Bacon? Ich glaube nicht, ne? Nope. Can Bacon in the city? There is no Bacon in the city. Mist. Für die ganzen schwachen Gegner ist ein Angriffsbuff gewastet. Ah, okay, wenn man sich das hier anschaut, war es wahrscheinlich doch nicht gewastet. Oh, und er ist Gold. Let's go. Okay, jetzt brauchen wir den Bacon gar nicht mehr. Aber wieso ist er jetzt so schnell Gold geworden? Bei den anderen kam es mir immer vor, es hat jetzt 300 Jahre gedauert bei den Bogenschützen, bis die mal Gold-Level up hatten. Aber nice. Er hat auf jeden Fall mehr HP als die Bogenschützen. Das wird wahrscheinlich keinen großen Unterschied machen. Oh, dammit. Oh, okay, jetzt kommt die entscheidende Wave. Der Moment der Wahrheit. Kaboosh. Okay. Not bad, wir haben alle gekillt bis auf einen. Oh, nicht getroffen werden. Und nochmal zack. Boom. Nice, 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 nice. Oh, sogar der Quarterback ist fast dead. Aber oben ist noch einer durch. Ah, das war der vom... Ah ja, okay, das war der. Ja, um den hätte ich mich zwischenzeitlich nochmal kümmern sollen. Auch nicht so schlimm. Und wir haben nochmal den Knockback-Stun, wie auch immer. Ist auch gut. Okay, ja, nice, hat auch gut funktioniert. Also ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, es hat jetzt nur wegen dem Magier funktioniert. Ganz im Gegenteil, aber... War not bad. Oh mein Gott, was mache ich, Alter? Oh, was war das für ein Brainfart, Alter? Okay, das war echt stupid. Ich geb's zu, also das war echt dämlich. Na gut, jetzt gucken wir mal, was wir jetzt noch upgraden können. Universität ist wahrscheinlich für Magier. Magische Einheiten höherer Level werden erzeugt, bei Erreichen des höchsten Levels bekommt. Kommt ein Verteidiger auf ihr Dach. Okay, es wird wahrscheinlich ähnlich kosten wie... Schnappt er sich auch andere Sachen? Was heißt denn das, schnappt er sich auch andere Sachen? Mehr Gold? Das wäre nämlich schön, wenn das der Fall wäre, aber ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, wir erhöhen unsere Teamgröße. Okay, das nächste Mal kostet 8000. Aber man kann nochmal seine Teamgröße erhöhen für 8000, ja? Why not? Und Stadt, dann machen wir einmal hier. Und dann erhöhen wir noch das Haustier der Stadt. Plus schnappt. Was bedeutet das, plus schnappt? Oh man. Also 50% hoffe ich, dass man dann 50% nochmal mehr Gold bekommt, aber ich fürchte nicht. Okay, dann probieren wir es nochmal. Jetzt haben wir sogar noch einen Teammate mehr, also wenn das jetzt nichts wird. Und der Magier startet jetzt mit einem höheren Level.
Ah, oder stand gerade bei dem Tipp irgendwas auch über das Haustier? Da stand gerade auch irgendwas über das Haustier, dass man sich das möglichst früh holen soll. Also, die Goldene Axt genauso. Ja, ist doch echt ärgerlich, dass ich das so spät gesehen habe. Dann wären wir jetzt halt schon deutlich weiter. Also jetzt nicht viel weiter, aber... Ja, wir hätten halt wahrscheinlich so 10.000 Gold mehr gehabt insgesamt. Knapp. Naja, doch, wahrscheinlich ziemlich genau 10.000 plus. Man muss ja bedenken, die Axt hätte trotzdem 5.000 gekostet. Also du hättest die nicht einfach so gratis bekommen, du hättest trotzdem noch erstmal 5.000 Gold gebraucht, bis du die Axt hättest. Aber ja, hättest du sie auf jeden Fall eher holen können. Es dauert echt lange, das Noten erzeugen. Vielleicht doch mal upgraden. Ja, selbst wenn man stehen bleibt, passiert da gefühlt gar nichts. Ist halt echt auf den Notendrop schon angewiesen. Oder darauf. Ja, deswegen sind 4 oder sogar 5 Magier gar nicht so geil. Weil dann, musst du echt, also dann hast du echt krank lange Respawn-Zeiten. Und halt auch hohe Kosten. Das meinte ich eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt auf Respawn-Zeiten gekommen bin. Kosten meinte ich eigentlich. Ja. Weil, also 100 Noten ist schon heavy. Das ist heavy. Zur Not halt wieder auf den Bogenschützen wechseln, weil jetzt, wo wir 5 Stück haben können, ist das natürlich auch nochmal eine andere Hausnummer. 5 Bogenschützen mit dem Schaden ist dann natürlich nochmal deutlich krasser. Brauchen wir den AOE-Effekt vielleicht gar nicht so unbedingt. Wow. I don't even want to talk about it. Ich glaube, wir hatten noch nie so wenige Noten wie jetzt. Aber wir hatten auch noch nie 5 Einheiten. Ich fand es auch gerade ganz schön krass, dass da plötzlich 5.000 oben stand, obwohl wir nicht mal weit gekommen sind. Bei Gold. Aber das ist natürlich echt heftig. Also jetzt einen Boss zu killen in der normalen Stage wäre wahrscheinlich krank. Du kriegst wahrscheinlich allein durch den Boss ein paar tausend Gold. Aber halt auch nur von dem Boss, der hier kommt. Und naja, den musst du erstmal schaffen. Den musst du erstmal schaffen. Vor, dass die Fähigkeit keine Noten kostet. Oh! Never mind. Oh. Okay, ich mache jetzt nur noch einen Magier. Das ist sinnlos. 2 bringen überhaupt nichts. Ja, ich könnte aber den Magier auch warten, bis man zur Stage kommt, die Probleme verursacht hat. Aber wir haben es ja eh schon geschafft. Also, nicht wirklich. Are you kidding me? Warum ist denn der auch One-Shot von denen? Das finde ich aber auch ganz schön bescheuert. Dass der einfach One-Shot umfällt. Ich habe ihn ja sogar extra geupgradet, die Universidad. Ich werde dann immer schlechter statt besser. Je mehr Upgrades ich habe, desto schlechter werde ich. Oh, das Raketenauto. Ach so, Mist, ja, ich darf eigentlich nicht mehr buffen. Jetzt kriegen wir unsere 5. Einheit nicht mehr wieder. Die Noten, also das dauert echt lange. Wir haben halt erst, na gut, jetzt haben wir es. Aber trotzdem, wir haben halt erst 16 gehabt.
Gut, klar, die waren fast leer. Ich hatte 4 oder so. Als der nochmal aus Versehen gestorben ist. Aber trotzdem, das ist einfach zu wenig. Was man da bekommt. Vor allem eben, wenn man still stehen bleibt. Weil still stehen bleiben ist eigentlich schon ein heftiger Waste. Und dafür bist du nicht wirklich belohnt. Aber wahrscheinlich, wenn du einmal Noten verbessert, mehr Noten bekommen verbesserst, dann hast du wahrscheinlich gar keine Probleme mehr. Weil ich mir nicht relativ sicher bin, dass wir es sogar gemacht haben, oder nicht? Ich weiß es nicht mehr. Hundertprozentig. Die. Und die. Oh. Ah. Na gut, okay, das hat man kaum gesehen. Ich dachte aber, ich hätte es geschafft auszuweichen. Deswegen diese literarische Reaktion. Oh lol. Ich habe mich schon gefragt, wo der hin ist. Der ist einfach weitergelaufen. Die Sau. Okay, jetzt geht's ans Eingemachte. Also eigentlich haben wir es locker geschafft hier. Das Problem war dann weniger die Wave, als vielmehr, dass ich einfach in den Gegner reingelaufen bin. Oder in eine gegnerische Fähigkeit, besser gesagt. Nein, er hat den Magier... Wie hat er den Magier denn schon wieder erwischt? Ach komm. Gut, okay, das war jetzt... Das war jetzt einfach nur, weil ich mich aufgeregt habe. So ein Bullcrap einfach nur. So. Jetzt haben wir halt keinen Damage-Buff wieder. Und hier unten haben wir auch ein großes Problem. Ach nö, das wird halt wieder nichts. Ja, viel zu viele Gegner. Ja, wobei, die unteren killen wir sogar noch. Ja. Aber wir haben verloren. Oh Mann, wie dumm war das bitte einfach. Ah, oh, das war absolut meine Schuld. Ich war voll Brain. Also ich habe ein paar richtig dumme Moves gemacht. Ach. Egal. Wenigstens kriegen wir jetzt viel Gold dafür als Belohnung. Das ist schon mal ein Vorteil. Das heißt, wir machen die Universität einmal und dann das Haustier nochmal. Maximum erreicht. Also ich hoffe, das bringt auch wirklich was. Und dann Helden. Beginnen Sie mit mehr Noten und rufen Sie Gefolgsleute schneller herbei. Machen wir lieber hier. Notenerzeugungsgeschwindigkeit ein bisschen hoch. Genau. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ich bedanke mich fürs Einschalten. Like, Kommentar, Abo nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Bis dahin, ciao, ciao.